Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin zusammen, bei euch hakt's ein bisschen bei der Note in Geografie, dann ist das Video hier genau das Richtige für euch. Gleich lernt ihr ein Vorgehen kennen, das eure mündliche Note und eure Klausuren richtig boosten kann. Okay Leute, wie ist das eigentlich in Erdkunde in der Oberstufe? Da gibt's ja mehrere Themengebiete, so wie Landwirtschaft, Strukturwandel oder Stadtentwicklung. Dazu schaut ihr euch dann im Unterricht verschiedene Unterthemen an. Für Tourismus dann sowas wie Massentourismus, Städtetourismus oder Skitourismus und so weiter. In der Klausur oder im Unterricht kommen dann einzelne Beispielgebiete zu den Themen. Sowas wie Skitourismus in Ischgl oder im Bereich Landwirtschaft Kaffeeanbau in Ghana. Letztendlich müsst ihr bei allen Themen immer zwei Fragen klären. Erstens, was sind die räumlichen Gegebenheiten? Und zweitens, welche Auswirkungen hat die Entwicklung, also Tourismus, der Strukturwandel oder die Landwirtschaft, auf den Raum und auf die Menschen vor Ort? Es geht also erst darum, welche Voraussetzungen der Raum mit sich bringt. Und dann geht es darum, welche Folgen die behandelte Entwicklung wie der Tourismus auf das Gebiet und die Menschen dort haben. Das Coole ist, ihr müsst die Fragen nicht aus dem Kopf beantworten. Im Unterricht und in der Klausur habt ihr ja immer Quellen. Also Karten, Texte, Tabellen und sowas. Da steckt dann meistens schon die Antwort drin. Was heißt das jetzt für euch? Nehmen wir mal an, ihr müsst eine Erdkundeklausur schreiben. Oh fuck. Es geht um Skitourismus in dem Ort Ischgl. Die erste Frage lautet dann etwa so. Charakterisieren Sie die naturräumlichen Voraussetzungen von Ischgl für den Skitourismus. Das entspricht also der ersten Frage nach den Voraussetzungen des Raums. Erinnert ihr euch? Okay. Meistens bekommt ihr dafür dann Quellen, wie Karten oder Klimadiagramme. Wenn ihr die durchguckt, denkt ihr euch, okay, warum ist genau das Gebiet geeignet für Skitourismus? Was braucht man zum Skifahren? Genau, Schnee und Berge. Jetzt habt ihr in euren Quellen zum Beispiel eine physische Karte. Auf der könnt ihr sehen, dass es um den Ort Ischgl gebirgig ist. Dazu habt ihr dann ein Klimadiagramm, aus dem ihr schließen könnt, dass dort lange Schnee liegt. Ihr sucht euch also erstmal die Quellen raus, die euch die passenden Voraussetzungen des Raums für die Nutzung zeigen. Also hier fürs Skifahren. Dann schreibt ihr einfach die relevanten Dinge mit Quellenbeleg auf. Okay, das war die erste Frage. Im zweiten Teil der Klausur geht es dann um die Folgen vom Skitourismus für den Raum und die Menschen vor Ort. Ihr bekommt dann eine Aufgabe wie, erläutern Sie die Interessenkonflikte, die durch den Skitourismus in Ischgl entstehen. Wie geht ihr da vor? Ihr geht am besten die Quellen durch und sucht nach Hinweisen für folgende Fragen. Was bedeutet die Entwicklung, also der Skitourismus für die Wirtschaft? Welche Folgen hat er für die Umwelt? Welche Auswirkungen hat er auf die Menschen vor Ort? Welche Auswirkungen hat das Ganze für den Staat? Mit den Fragen kommt ihr dann ganz leicht auf die Interessenkonflikte zwischen den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Politik. Diese Fragen könnt ihr euch in allen Klausuren stellen, egal ob es um Tourismus, Landwirtschaft, Industrialisierung oder Raumplanung geht. Hinter den Fragen steckt das Konzept vom Dreieck der Nachhaltigkeit. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut euch unbedingt unser Video dazu an. Mit den vier Fragen kommt ihr dann ganz leicht auf die gesuchten Interessenkonflikte. Schauen wir mal an, wie das konkret bei dem Skibeispiel aussehen könnte. Erstmal Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ihr guckt also die Quellen durch. Da findet ihr ein Diagramm mit der Belegung von Hotelbetten. Die Belegungen sind in den letzten Jahren ziemlich angestiegen. Daraus könnt ihr schließen, dass mehr Leute im Bereich Tourismus beschäftigt sind und die wirtschaftliche Bedeutung zunimmt. Auch für den Staat ist das cool, da mehr Steuern eingenommen werden. Eine andere Quelle sagt aus, dass immer mehr Wälder für Skigebiete und Hotels gefällt werden müssen. Was heißt das für die Umwelt? Der Skitourismus trägt dazu bei, schöne Naturräume zu zerstören. Dann habt ihr noch eine Quelle. Die sagt aus, dass auch nicht so gut ausgebildete Menschen der Region im Tourismusbereich arbeiten können. Da können wir gut die Fragen stellen, was das für die Menschen bedeutet. Es entstehen Arbeitsplätze für Menschen, die in der Schule keine Lernvideos von The Simple Club geguckt haben. Also Menschen, die sonst schwierig Arbeit finden. Das ist gut für das soziale Klima. So schaut ihr dann mit den vier Fragen alle Quellen durch. Mit der Methode findet ihr dann eine ganze Menge Argumente für und gegen den Tourismus. Ihr habt die Argumente dann alle schon in die Bereiche Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Politik eingeordnet. Damit seht ihr dann genau die Interessenskonflikte zwischen den Bereichen. In eurem Fazit könnt ihr dann die krassesten Konflikte nochmal herausstellen. So wie im Beispiel. Super Chancen im wirtschaftlichen Bereich, aber eine Zerstörung der Umwelt wie der Alpenwälder. Okay, stellt euch bei Klausuren also immer die genannten Fragen, wenn ihr die Quellen durchgeht. Für den ersten Teil könnt ihr fragen, was für Voraussetzungen hat der Raum für zum Beispiel den Tourismus?
Für den Bewertungsteil fragt ihr dann nach den Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Umwelt, die Menschen und den Staat. Schreibt euch das am besten auf. Das war jetzt für Klausuren. Ihr könnt die Fragen aber auch so richtig geil im Unterricht verwenden. Der Trick ist, dann die Fragen im Vorhinein durchzugehen. Angenommen, ihr behandelt so ein Beispiel wie den Skitourismus im Unterricht und bekommt dazu Material. Dann stellt euch im Vorhinein oder beim Durchsichten der Texte die Fragen von oben. Der Lehrer wird dann höchstwahrscheinlich Sachen fragen, die in dieselbe Richtung gehen. Während die anderen Schüler dann nochmal drüber nachdenken müssen, habt ihr dann immer schon eine Antwort parat. Der Lehrer denkt dann, what the fuck, woher wisst ihr das so schnell? Und dann gibt's eine geile Note. Der Unterschied ist also, dass ihr euch mit euren Fragen aktiv auf die Fragen vom Lehrer vorbereiten könnt. Probiert's mal aus. Okay, wiederholen wir nochmal. Erstmal macht euch klar, welche Voraussetzungen der behandelte Raum für das aktuelle Thema hat, also zum Beispiel für den Tourismus, den Gemüseanbau oder die Ansiedlung von Unternehmen in einem Gebiet. Fragt euch bei jeder Quelle, ob sie etwas über die Voraussetzungen für die behandelte Entwicklung aussagt. Danach geht es so gut wie immer um entstehende Konflikte. Die könnt ihr mithilfe des Dreiecks der Nachhaltigkeit sehr gut aufdecken. Fragt da bei der Durchsicht der Quellen immer nach den Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Umwelt, auf die Menschen und auf die Politik. Dann beschreibt ihr die Konflikte und schreibt damit eure Bewertung. Das Ganze könnt ihr perfekt für Klausuren verwenden oder wenn ihr als Hausaufgaben Analysen schreiben müsst. Für den Unterricht könnt ihr die Fragen im Vorhinein durchgehen. Dann könnt ihr ganz fix die Fragen von eurem Lehrer beantworten und derbe Noten kassieren. Probiert's doch mal aus und schreibt uns, wie es klappt. Bock auf mehr Erdkunde-Videos? Dann schaut doch mal auf thesimpleclub.de oder unserer App vorbei. Bis gleich!